Hier spricht wieder Ustra und ihr seht den diesmal wieder bei einer weiteren Folge Outlast und wir sind langsam so weit, dass wir dem Ganzen hier entfliehen können und der Welt von Vater Martins Evangelium des Sandes. Ist alles Grotte? Fragezeichen. Oh, das kann ich nicht machen. Sieht schwer nach Salzgrotte aus. Evangelium des Sandes zu berichten. Das sieht nicht gut aus. Das Zeichen kenne ich irgendwer. Oh, okay. Das gehört auch noch Murkoff. Jetzt geht's wohl hier in die richtig schlimme Zone. Ach du Scheiße. Das haben wir übrigens gesehen, ganz am Anfang. In der Videobotschaft, die uns Vater Martin da gezeigt hat. Wo hier die Einsatztruppen, wo vorne die Wagen am Eingang stehen. Genau das müsste die Szene sein. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23. Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet. Wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn entbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzusinnen. Okay, super, super geile Notiz. Braucht jemand noch, vermisst jemand ein bisschen Innereien oder so? Hat jemand Bock auf Leber? Hier gibt's genug für alle. Was ist jetzt hier? Endkampf oder was? Sieht schwer nach Ende aus. Und nach Dunkelheit. Nach dunklem Ende. Hier in der Salzgrotte. Ich bin leicht angespannt. Und scheint aber niemand zu folgen. Noch nicht. Ah, das muss ich echt lassen. Man gewöhnt sich so an, auf F zu drücken. Sind aus wie Containment, also wie unter Verschluss gehaltene morphogene Menschenkammer. Hallo? Somebody? Irgendjemand da? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die ganzen Forscher haben sich hier schon in Einzelteile zerlegt. Ist das Schokolade hier in den Bahnen? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Oh, hier, das ist bestimmt diese Brennen. Ne, das war bei dem nachher. Das ist hier. Auf jeden Fall eine Flüssigkeit zum Kontaminieren. Hier ein paar Röntgenbilder. Okay. Irgendwas scheint hier in den Lüftungsschächten zu sein. So meiner Meinung nach. Die sind mal ganz verbeult. Oh oh, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier ist es so mega still, hier ist ja keiner. Kein Insasse, kein niemand. Okay, hier können wir rein, Block A. Gehen wir doch mal gucken. Hier gibt es Automaten. Aber nicht so wirklich was Interessantes. Vielleicht brauchen wir den später nochmal. Da ist ein Ausgang. Juhu! Freiheit! Hier komme ich! Also mit sieht man nicht und ohne sieht man auch nicht. Ich bin weg hier. Ciao, Leute! Oh, fuck! Da lässt mich der Warrider nicht raus. Also wieder in die andere Richtung. Ich weiß zwar nicht wohin, aber wir laufen jetzt erstmal ein Stück. Scheiße, alle Kammern sind zu. Keine Ahnung, da hinten breitet sich irgendwie die Dunkelheit aus. Ja! Das sind diese atmosphärischen Störungen wahrscheinlich, von denen gesprochen wurde. Oh, der Dicke! Oh, aua! No more escape. No more escape. Jawohl!
Das ist der Warrider, der gerade im Dicken richtig zeigt, was abgeht. Okay, ist er nun gut oder böse? Auf jeden Fall macht er den richtig kaputt. Oh oh. Okay, wir haben wieder irgendwas aufgeschrieben. Wow. Der hat ihn einfach durch den Lüftungsschacht gezogen. Tod der Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes. An einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Okay, der ist auf jeden Fall fertig damit. Können wir jetzt gehen? Ist er jetzt auf? War das das Letzte, was wir machen mussten? Hier ist immer noch irgendwie Alarmbereitschaft. Aber wieder zurück ist, macht auch keinen Sinn. Da war doch keiner. Ich bin mir nicht sicher. Hier raus zurück können wir nicht. Das hätten wir uns getrost schenken können. Heißt also... wieder zurück? Um eventuell diesen Alarm zu deaktivieren, weil eine wirkliche Gefahr sehe ich jetzt nicht mehr, außer der Warrider hat vor, mit mir dasselbe zu veranstalten. Aber warum sollte er? Ich meine, er will ja, dass ich das nach außen bringe und das verbreite. So habe ich das zumindest... Time to explain? Oh Scheiße. I know. I am supposed to be dead. Ach, das ist ja... Oh. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? Nein. It warns of a nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Okay. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Und wie? Finde Billy im Hauptlabor. Das ist also der Wernicke. Also übelste gar nicht tot, der junge Mann. Hauptler. We achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some. Okay, also es gibt also kein Leben nach dem Tod, das kann ich euch schon mal sagen. Hauptlabor, Hauptlabor, Hauptlabor. Gehe ich jetzt in die richtige Richtung fürs Hauptlabor oder in die Ich glaube eher in die falsche. Wir müssen, glaube ich, zurück. Da gab es doch noch so eine Verschlusskammer. Vielleicht finden wir den Billy da. Der muss ja in irgendwelchen lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen sein, damit sich sozusagen sein Körper vom Geist trennt. Hier wohl. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und der hat so ziemlich jeden und alles erlegt, was ihn hätte aufhalten können. Jetzt heißt es stark sein. Aber der hat wohl keine. Upsa. Der hat wohl keine Freunde, die mich jetzt eventuell noch daran hindern könnten, das zu tun, was er tut.
Hier ist auch nichts mehr drin. Nein. Okay. Höre ich da den Warrider hier mal rumflattern? Das ist die andere Seite von der Toilette. Hier waren wir schon. Hier geht's nochmal in die Kantine. Jetzt ist die Frage, wo ist das Hauptlabor? Hier anscheinend nicht. Waren wir hier schon? Oh, immer durch die Blutpfützen laufen. Aua! Ey, du Geistermeister, hau mal ab! Toll, woher soll ich denn wissen, woher der kommt? Oh, ey. Huch, da bin ich jetzt wieder erschrocken hier. Also hier lang. Und dann? Toilettenräume. Scheiße, jetzt hängt der hier. Ach da. Oh oh, nicht, dass er mich jetzt gleich durch die Gänge zieht. Ist nichts mit Active. Oh oh. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Ich hab keine Orientierung. Autsch. Aber sowas von überhaupt nicht. Oh. Oh shit, da hat er sich gerade in meinen Körper reingepflanzt und die Sache ganz schnell beendet. Ich weiß nicht, wie wir dem entkommen können, dem Guten. Das Ganze versuchen wir jetzt nochmal. Also wir müssen da hinten lang. Also uns irgendwie dann durch die Lüftungsschächte entkommen. Jetzt vielleicht? Erstmal hat er uns nicht gesehen. Sehr gut. Aber es wird sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gleich ändern, dass er uns weiter auf die Schliche kommt. Da sind diese atmosphärischen Störungen. Shit, erstmal dekontaminieren. Ich hoffe, der Fuck, wo lang denn? Da lang nicht. Ja, da sind noch weitere atmosphärische Störungen. Der kann wohl überall lang kommen. Ohne groß Tara zu machen. Und gleich stehen wir wahrscheinlich vor ihm. Oder besser gesagt vor dem Körper von Billy. Wow, beeindruckend. Da in der Kammer ist er. Was sollen wir nur tun, um ihn auszuschalten? Drehe das Ventil für die Nährflüssigkeit ab. Wo ist denn das? Toll, ihr Witzbolde. Wo kann ich das mal machen? Fragen mal Fragen. Aber sein Geist wird hier gleich. Ah, sieht super aus. So. Hi! Drehe das Ventil, drehe das Ventil. Was für ein Ventil? Also da war es nicht. Oh, oh. Irgendwie brauchen wir jetzt eine Hand. Das wäre eine super Sache. Glaube ich. Wir lesen mal das Journal, vielleicht finden wir da etwas. Morphogenetischer Antrieb, Sicherheitsmaßnahmen. Genau. Murkoff, bla bla bla. Morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung
des Patienten zu vermindern oder vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte, oxygenierte Perfluorcarbon im Nährungsflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Der Stromversorgung erfolgt im Generator, unterirdischen Labor, bla bla. Im Falle des A, bla bla bla, okay. Doch nicht ganz so wichtig, sage ich jetzt mal. Welches Ventil denn? Weißt du, welches Ventil denn? Oh, hier ist aber ganz schön am Schallen da. Oh, ich glaube, das Ding ist fertig damit. Life Support. Dann geht's wohl hier lang. Den wird wahrscheinlich nicht auf sich warten lassen. Wir sind wieder hier, wieder ein neues. Eine neue Notiz. Lebenserhaltungssystem, das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber. Sein Lebenserhaltungssystem, eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu halten. Verdammt, alles muss zerstört werden, er muss sterben. Wenn ich dazu die Zeit bekomme, werde ich das gerne. Alter, Vater, ey. Block D. Auch hier hat der War Rider gewütet. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir diese Riesenmaschine aus? Ah, oh, wieder ein Journal. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Ja, okay. Alles nicht mehr wichtig. Ich bin jetzt irgendwie nur noch daran interessiert, dass wir dem Ganzen hier ein Ende bereiten. Da ist das Ventil doch. Ich glaube nicht, dass der uns einfach so machen lässt. Do not turn the valve. Okay. Unterbricht die Stromzufuhr durch den Generator im unterirdischen Labor. Wie kommen wir da hin? Unterirdisch wahrscheinlich. Wie kommen wir da hin? Ins unterirdische Labor. Das möchte ich gerne wissen. Verdammte Axt. Chip. Out. Irgendwie also nach unten kommen, ist jetzt die Frage. Ach, oben. Oben ist auf. Gut. Auf geht's. Der wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Hier ist der War Rider wirklich hinter uns her. Und der weiß ganz genau, was ich vorhab. Er weiß ganz genau, dass ich das nicht mehr mitmache und nicht mehr dulden werde. Gibt wohl keinen anderen Weg als. Das ist keine Leiter, gut. Als hier hoch. Und dem Wallrider endlich. Oder dem Billy endlich Erlösung zu geben. Und auch dem Wernicke. Dem nicht erlaubt wurde zu sterben nach all den Jahren. Der sich das Ganze hier ansehen musste. Ja, unterirdisch sehe ich aber anders, wenn ich hier 5000 Meter Treppen hochlaufen muss. Ah ja, Gas. Okay. Erstmal dekontaminieren. Ich habe keine Zeit, der ist noch hinter mir. Oh shit. So. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Mach das einfach, Junge. Deaktiviere die Notfallsysteme. Wo finde ich die denn jetzt? Hm.
nochmal dekontaminieren. Notfallsystem, okay. Wo? Notfallsystem in der Lebenskammer. Tja. Oh, da hat er mich. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ah. Ich glaube, der hat noch nicht aufgegeben. Aber auch wir lassen uns nicht aufhalten. Das Ziel ist so nah, es ist greifbar. Nope. Oh, kann ich das deaktivieren? Oh. Vielleicht direkt hier? Was ist das? Warning. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Billy. War schön mit dir. Du wirst mir nicht mehr wehtun. Oh. Hoffe ich. Ach, jetzt können wir das eben lesen. Billy Hope. Na, die Krankenakte nach müsste Billy Hope 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt größter Güte. Scheiße, der lebt immer noch. Nein! Ah, lass mich los! Ich glaube, das war's mit dem War Rider. Sieht aber nicht so aus, ob wir noch viel weitermachen können. Nimm deine Kamera und mach dich auf den letzten Weg. Versuche zu entkommen. Oh, ich kann nur noch humpeln. Und was heißt versuchen? Wir werden das ja wohl schaffen. Gib alles. Gib nicht auf. Der Weg ist nicht mehr weit. Ah, der hat wahrscheinlich in unsere Organe ein bisschen rumgewühlt. Das eine oder andere zerquetscht. Gib nicht auf, komm. Reiß dich zusammen. Wir sind fast da. Bald ist es soweit. Das wird wohl die letzte Episode von Outlast. Und doch für unseren Journalisten. Ein unvergessliches Erlebnis. Und es geht nur noch schleppend voran. Kamera in die Hand nehmen ist nicht mehr und wir haben immer noch dieses. Immer noch die Stimmen im Kopf. Komm schon. Oh Gott, endlich. Oh! Nein! Wieso? Gott im Himmel. You have become the horse. Oh nein. Wow. Ja, das war Outlast. Und am Ende waren wir der neue Wirt für den War Rider. Wird es jemals aufgehalten werden können? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat die Reise hier ins Mount Massive Asylum gefallen. Mir sehr. Und es war wirklich ein Fest, nicht nur grafisch, nicht vom Sound, sondern die Charaktere haben gepasst. Nicht nur die Verrückten, sondern auch die, die ein bisschen geholfen haben, ein bisschen über die Geschichte erzählt haben. Vater Martin, aus dem werden wir nicht schlau. Danke, dass ihr dabei wart.
Genießt den Abspann. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es mehr Spiele. Vielleicht nicht alles ganz so grandios wie dieses hier, doch. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal.